Da hatte ich die Maschine von den Herren Minister, die ganzen großen Minister. Da flogen die dahin oder dahin, wenn die so, ne? Und da lief die Maschine, die hatte ich zur Wartung. Also ich hatte ja nicht meine Leute und die habe ich mir genau rausgesucht. Ich hatte ja Gott sei Dank Menschenkenntnis. Na, und die hatten bei mir einen schönen Job, na, den wollte ja keiner hergeben. Ne? Also die hatte ich vollkommen in der Hand, na, konnte ich mich verlassen. Und da musste ich nach jede Klappe, die da war, da hatte ich meinen eigenen Siegel gehabt. Und habe ich jede Klappe, wenn ich sie nachgesehen habe, habe ich versiegelt. Da brauchte ich dann vor, ehe die starten, dann konnte ich schnell mal durchgehen, ob die Siegel alle in Ordnung waren. Ne? Und das habe ich genau gewusst. Weil ich ja wusste, wenn so eine Maschine abschmiert, bist du auch futsch. Das war bei Hitler kein Problem, da wurde man erschossen. Das ist überhaupt kein Problem, da hat ja keine Verantwortung gehabt. Ne? Also damit musste ich rechnen. Und ich stehe, gebe die Maschine frei, steht da, gebe die Maschine frei. Und auf einmal geht mir, wie sowas passieren kann, also das geht mir, und das ist mir oft passiert. Stehe ich an der Maschine und denke, du musst noch mal einen Schwanz hinten eingucken. Im Schwanz ging ja alle Steuerseile hinten dort, ne? alle Seile ans andere. Ne? Guck's. Also vorne Zeichen gegeben, abstellen, Motor. Die saßen schon alle drin und so weiter. Ich guck hinten den Schwanz, um Gottes Willen. Da ist ein Spaten, eine Reschen und Schaufel, das liegt alles hinten drin. Wenn die geflogen wären und hätten mal, also weil der U-52 sackt manchmal ganz schön ab, das ist also Luftluft sozusagen, sagt die, und da sind die Dinger dann natürlich drin, ist ja klar. Also wären sie abgestürzt dann, eventuell damit war zu rechnen. Mensch, ich nehme das Zeug raus, ich gebe die Maschine wieder frei und Gott sei Dank hat keiner gefragt. Und dann, wo die zurückkamen, so hat keiner gefragt. Ich hätte ja gar nicht gewusst, was ist. Das hätte ich ja dir nie erzählen. Ne? Na, also solche Sachen sind tatsächlich vorgekommen.